Ja, hallihallo, ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Heute geht es um das Thema, habe ich selber Fast Forwarding betrieben beim Dating? Stay tuned. Ja, es gibt jetzt noch bis zum 30.02. her, ja, bis morgen nur noch, gibt's, kann man noch in die Leadership Community einsteigen, Power Talks, Meditation, Forum, Austausch mit anderen. Da habe ich noch eine neue Lesung in Hamburg im November. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, weiß ich auch nicht. Macht die Kurse, gucken hier auch die Videos, das sind echt geordnetes Vorgehen drin in den Kursen, haben schon so viele Leute gemacht. Steigt da gerne mit ein. Ja, und wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, stellt die auf liebeschiff.de über ein Kontaktformular. Gut. Lieber Christian, ich habe heute eine Frage an dich. Halte mich für eine reife, entwickelte und liebesfähige Frau in den 50ern, bin allerdings ungewollt Single, habe schon toxische Beziehungen gehabt. Die letzte war mit einem Asperger-Autisten. Ja, also es gibt ja nicht nur Narzissmus und so, es gibt auch Menschen, die aus anderen Gründen, ja, weiß nicht, kann man das sagen, bindungsängstlich sind, bindungsvermeidend. Das ist eine ganz andere Dynamik, macht es aber nicht unbedingt für das Gegenüber, kann das eben dann auch wieder sehr krümelig herkommen, aber mit einer ganz anderen Dynamik. Aber wie gesagt, ich sage ja immer wieder, ist immer die Frage, werden eure Bedürfnisse erfüllt? Natürlich kann man viel aus sich selber ziehen, aber wenn es dann nur weh tut, ist, wie gesagt, das sage ich immer wieder, ist egal, wie das Label dann ist auf der anderen Seite so. Bin alleinerziehend, habe gut geratene erwachsene junge Männer als Söhne und arbeite selber in einem helfenden Beruf. Nun habe ich mich vor kurzem bei einem Datingportal angemeldet. Also ich bin ja mittlerweile der Meinung, ich bin Wetter von Tag zu Tag skeptischer. Ich glaube mittlerweile nicht mehr so. Das ist. Ich weiß nicht. Also klar, ich höre immer wieder auch von Bekannten irgendwo, dass sich da jemand geheiratet hat und so. Also ich meine, ich will auch niemanden davon abhalten und vielleicht, ich werde das mal weiter beobachten, sagen wir mal so. Aber ich habe schon echt Zweifel. Echt große Zweifel, dass das der richtige Weg ist. Habe mich mit zwei Männern jeweils einmal getroffen, nett und entspannt, passt aber nicht, kein Problem. Dann habe ich jemanden getroffen, bei dem zu 100% alles zu passen schien, und zwar so sehr, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Ja, gut, sagen wir mal, keine Beziehung, auch kein Dating-Prozess fühlt sich so richtig an wie der falsche, aber gut, wenn er sich richtig anfühlt, dann soll es vielleicht auch so sein, selbst wenn es dann toxisch ist, muss man, ist es vielleicht auch eine Sache, die man sich irgendwo unbewusst ausgesucht hat, um zu lernen, Grenzen setzen zu lernen, weil wir wissen ja, in toxischen Beziehungen lernen wir super viel, man soll auch nicht so lange drin bleiben, ne? Also, man muss jetzt nicht jemand abschießen, machst du ja auch nicht, nur weil es super gut läuft irgendwie, ne? Das wäre dann auch echt Quatsch. So. Es waren zwei sehr schöne, lange, intensive, lange Verabredungen. Nicht so lange, nicht mehr als 2 Stunden. Voll Leichtigkeit, Respekt, gleiche Einstellung, guten, tiefen Gesprächen, Tiefgang, Lachen, die Chemie stimmte. Hi, da würde ich gerne mal mehr von hören, wie das weitergeht. Leider im Abstand von wenigen Tagen. Einmal die Woche, haltet euch an meine Ratschläge, echt. Ich hatte gerade ein paar Tage frei, was selten vorkommt, und vermute, wie eine toxische Beziehung gewirkt zu haben. Habe Vorschläge für weitere Treffen gemacht. Er reagierte sehr erfreut, war aber gerade sehr beschäftigt. Ließ mich teilhaben, wollte sich nach einer Reise melden, tat es aber nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt, habe mich bei ihm für meine Aufdringlichkeit, Fast Forwarding, entschuldigt. So, also hier haben wir jetzt gleich mehrere Sachen. Also einmal ist es der absolute, der typische Irrsinn bei diesem Online-Dating. Es ist furchtbar. Dieses völlige unlogische Verhalten von Menschen. Es ist wirklich furchtbar. Es ist, ich weiß auch nicht. Das macht auch keinen Spaß irgendwie, ne?
Also, ich sag mal so, wenn es sollen, hätte sollen sein, dann wird es nicht auseinandergehen. Also glaubt da dem Universum und dann, also wenn es hätte sollen sein, natürlich haben wir alle einen freien Willen, aber dann scheitert es nicht an solchen Sachen, ob du da jetzt begeistert warst oder nicht, ne? Also, wie gesagt, Fast-Forwarding und Lovebombing sind jetzt wirklich nicht so die problematischen Sachen. Habe ich ja, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Problematisch ist vielmehr Future-Faking und Gaslighting und diese ganzen Sachen. Und dieses ein bisschen Lovebomb, ein bisschen Fast-Forward machen eben alle Menschen, die, ja, die sich halt so freuen, dass sie jemanden gefunden haben und vielleicht auch ein paar innere Löcher haben, inneres Kind müssen angeschlagen, machen eben auch Menschen, die ins Co-Abhängige gehen, dass das alleine ist, überhaupt, wie gesagt, auch wenn du das jetzt gemacht hast, ist, ja, vielleicht bist du da vielleicht einen Tacken needy rübergekommen. Also erstmal finde ich super, dass du das so siehst bei dir. Und aber es ist auch menschlich, du hast dich gefreut, es war schön. Und das, also, das ist jetzt nicht per se falsch. Also jemand 100 SMS am Tag zu schreiben, ist falsch, aber ihr habt euch zweimal gesehen, du hast warst so begeistert, dass du was Neues ausmachen wolltest und also kann ich jetzt nicht unbedingt einen Fehler drin finden. Auf seiner Seite eigentlich schon, weil er hat ja mitgemacht. Und er war ja genauso begeistert. Und das ist jetzt schon wieder dieses typische Gelaber. Ich bin beschäftigt, ich bin auf einer Reise, ich melde mich danach. Und ich mag das schon gar nicht mehr lesen. Ey. Es ist wirklich so. Echt. Ich glaube nicht, dass das viel mit dir zu tun hat, ehrlich gesagt. Das ist einfach wieder jemand, der ein super Dater ist und weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht doch nicht so interessiert ist. Auch wenn diese Dates so gut waren und aber das ist genau dieser Irrsinn bei diesem Online-Dating, es ist wirklich furchtbar, wirklich echt. Also und ich glaube, wie gesagt, es liegt nicht an dir und ist auch jetzt okay, dass du nochmal Kontakt aufgenommen hast, aber der Drops ist, denke ich, gelutscht. Ich meine, sonst hätte er sich ja wieder gemeldet. Also man darf, soll die Sachen nicht verkomplizieren, wenn man auf einen steht, dann meldet er sich auch wieder. Also vielleicht hat man einen Fehler gemacht, aber also hier sehe ich ehrlich gesagt den Fehler nicht so richtig. Es ist frustrierend. Ja. Nur meine Frage, hast du eine Idee, ob nach so einem Fehlschattenstunden noch einmal ein Kennenlernen in einem angemessenen Tempo funktionieren kann? Wir alle machen ständig Fehler, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber man sieht ja hier, dass das Universum das scheinbar nicht will, ne? Und das wird wohl aus gutem Grund sein und er will scheinbar nicht. Du suchst den Fehler bei dir. Es mag ja sein, dass du auch ein bisschen viel Gas gegeben hast, zu lange, zu viel. Aber wenn es wirklich gepasst hätte, hätte das jetzt keinen Unterschied gemacht, glaube ich. Wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand in so hohem Maße kompatibel zu sein scheint. Vielleicht hast du noch nie diese Profi-Dater gesehen, die einem genau dieses Gefühl vermitteln können und doch nicht interessiert sind. Ja. Ich habe natürlich keine Glaskugel, aber das fällt mir jetzt dazu ein. Was hat er denn dazu gesagt? Aber nochmal, wenn es sein sollen, wollen würde, Futur, Dating Futur 3, dann würde die das nächste Date jetzt haben, ne? Hätte am liebsten eine zweite Chance. Ja, der hängst du jetzt aber echt zu sehr fest, wirklich. Also wirklich, nimm mit deine Lernerfahrung, mach's nächstes Mal ein bisschen langsamer, aber ich glaube, vielleicht ist das nicht das Schlechteste, dass es nicht geklappt hat, ehrlich gesagt. Bin geschockt, dass mir sowas passieren könnte. Ja, also mein Bauchgefühl sagt, das war nicht so, wie du dachtest, aber ich, wie gesagt, das ist nur mein Bauchgefühl. Ja, in diesem Sinne, kommt auf die Party. Und 25.10. in Köln und meine Leadership-Coach-Ausbildung öffnet ihre Tore. Holt euch da noch ein Plätzchen, wenn ihr in die Tiefe gehen wollt oder auch damit arbeiten wollt. Und wir werden uns bald wiedersehen, würde ich sagen. Gell?